von Reisinger, perfekt gespielt und jetzt ist er da, der Ausgleich. Und Reisinger, der auch eingewechselt worden ist, der Ball ist einfach Zucker. Und die Chance und es steht 5:3, unglaublich, Felix Weber, den lässt er sich nicht nehmen, das 8. Tor. Man möchte meinen, macht hier sowas wie einen Deckel drauf. Vermey gegen 2. Guter Kontakt. Vermey fast schon durch. Vincent Vermey voll. Herausragend. Voll stark. Der Chip und dann die Pranke des Ben Voll. Joscha Worsch liegt. Ah! Ochojski, 2:1 Ferl. Ist das bitter aus Sicht von Oldenburg. Kuto war vor der Partie auch nochmal fürs Pfeilchen-Echo ein gefragter Mann und dann haut er das Ding hier rein. In der 27. Spielminute. Per Aufsetzer, noch abgefälscht. Löffelt den rein und da ist relativ viel Platz. Überragende Rettungstat von Marek Janssen. Gutes Zusammenspiel hier bei BVB und wieder klasse Pass auf Justin Ndjimna und den lupft er rein. Das 1:0 für Borussia Dortmund. Ja, erstmal das Zusammenspiel richtig gut mit Falko Michel und Michael Eberwein und dann Justin Ndjimna einmal rüber über Jan-Christoph Bartels. Kein Abseits von Rabic, das hebt Schreck auf, aber Mendel ist super da. Aber dann ist nochmal Mendel da. Herausragend gegen Gauss. Ja, da kann man auch mal sich richtig einen abgrinsen. Pašalić! Der holt nochmal so ein aus dem Hut, der Marko Pašalić! Ja, aber der ist richtig gut! Was ist das denn für ein Ding? 80. Spielminute! Antonio Jonjic zaubert den einfach mal oben in den Knick! Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.